Es hat in Bruck an der Mur seit vielen Jahren Tradition, Persönlichkeiten, die sich Verdienste um ihre Heimatstadt erworben haben, mit Ehrenzeichen und Ehrenurkunden auszuzeichnen. So wurden für die abgelaufene Gemeinderatsperiode, die mit der Fusion von Bruck und Obereich endete, insgesamt 28 Funktionäre für ihr kommunalpolitisches Engagement gewürdigt. Die beiden Stadträte außer Dienst Frank-Peter Hofbauer und Alfred Grenn erhielten für mehr als zwei Jahrzehnte lange Tätigkeit im Brucker Gemeinderat den Eisernen Brunnen in Gold mit Brillant. Der Künstler Hofbauer wurde 1995 vom damaligen Bürgermeister Bernd Rosenberger als Kulturreferent in die Politik geholt und sorgte dafür, dass Bruck heute einen hervorragenden Ruf als Kulturstadt genießt. Für mich ist es sicherlich die Krönung meiner politischen, kommunalen, kulturpolitischen Tätigkeit und eine Krönung von 20 Jahren, die viel für mich selber gebracht haben. Ich habe sehr viel dabei gelernt, aber ich glaube auch in Bruck ist ein bisschen was weitergegangen und das war ja eigentlich das ursprüngliche Ansinnen meines Einstiegs als Gemeinderat hier in Bruck an der Mur. Würden Sie alles noch einmal gleich machen oder sagen Sie, es gibt doch Dinge, die hätte ich vielleicht anders machen sollen? Eine Zusammenarbeit zum Beispiel mit der Stadt Kapfenberg, die ja in Fusionsgesprächen immer wieder hervorgekommen ist, das hätte ich mir gewünscht, dass wir da uns besser abstimmen können, weil wir haben so tolle Kulturprogramm gehabt in den letzten 20 Jahren, beide Städte, und es hat so viele Besucher gegeben, die gesagt haben, warum macht es das immer gleichzeitig oder zu Zeiten, wo man nicht alles besuchen kann. Alfred Grenn erwarb sich als Seniorenreferent vor allem große Verdienste um die ältere Generation. Es freut mich wirklich außerordentlich, diese Ehrung bekommen zu haben. Ich habe heuer im Jänner die Victor Adler Plakette bekommen, das trage ich auch mit Stolz. Und jetzt auch noch die Auszeichnung der Stadt. Ich bin der Stadt natürlich auch dankbar, denn ich weiß, dass das nicht überall so der Fall ist, dass man geehrt wird, dass man ausgezeichnet wird. Und das ist eine schöne Geste der Stadtverwaltung. Die Urkunden und Ehrenzeichen, auch für die Geehrten der Auszeichnungen in Gold, Silber und Bronze, wurden von Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer, Bezirkshauptfrau Gabriele Budimann und Bürgermeister Hans Strassecker überreicht. Es ist, glaube ich, nicht nur eine nette Geste, sondern auch ein Dank, der auch verdient worden ist von Persönlichkeiten, von Männern und Frauen, die zum Teil über Jahrzehnte in den letzten Jahren im Brucker Gemeinderat aktiv ihre Arbeit eingebracht haben, die auf viel Freizeit verzichtet haben, auf viel Familienleben verzichtet haben und im Interesse der Brucker Bevölkerung hier im Brucker Stadt- oder Gemeinderat tätig waren. Und da geziemt es sich, einfach Danke zu sagen und den Dank in Form einer Auszeichnung der Stadt auch sichtbar zu machen. Und heute waren wir wieder im Rahmen dieser Veranstaltung, konnten wir wieder wirklich viele verdiente ehemalige Gemeinderatskolleginnen und Stadtratskolleginnen und Kollegen auszeichnen. Ja, Bruck ist ja eine besonders liebens- und lebenswerte Stadt. Sie ist innovativ und modern und für alle Generationen eine Stadt zum Wohlfühlen. Und das liegt daran, dass die heute Ausgezeichneten mit vollem Engagement, mit Begeisterung diese Stadt mitgestaltet haben. Und daher ist es einfach ein Zeichen des Dankes dafür, dass sich Menschen für ihre Mitmenschen einsetzen. Was würden Sie den jungen Leuten raten, um mitgestalten zu können, um eben politisches Know-how für die Zukunft zu bilden? Also ich bin damals als 15-Jähriger einfach zum Bürgermeister gegangen und habe gesagt, ich möchte aktiv mitarbeiten. Und jeder, der sich engagieren möchte, dem kann ich nur empfehlen, einmal den Bürgermeister von Bruck anreden und sagen, du, ich möchte aktiv mitgestalten. Also wir brauchen junge, innovative Menschen, die mitarbeiten wollen. Und da geht es nicht darum, sich am Anfang für eine Partei zu entscheiden, sondern zu sagen, es gibt ein Thema, Umwelt, Jugend, Soziales, wo ich mich engagieren möchte, wo ich mitarbeiten möchte. Und dazu lade ich sicher oder auch mit der Gemeinde Bruck ein. Die festliche Sitzung des Gemeinderates Bruck, die musikalisch vom Bläserensemble der Musikschule Bruck untermalt wurde, ging mit der Landeshymne zu Ende. Gratulation allen ausgezeichneten Politikern.